Hallöchen! Heute mal wieder ein Video zum Thema Ernährung. Und zwar hast du vielleicht schon mal was von Clean Eating gehört und hast dich gefragt, was das ist? Ich habe das ab und zu mal so gehört und mich gefragt, was das ist und dann gemerkt, so, ich ernähre mich ja so. Und deswegen wollte ich einfach gerne mal darüber erzählen, was es quasi bedeutet. Und zwar Clean Eating heißt, dass du so natürlich wie möglich dich ernährst. Also so naturbelassen wie nur möglich. Das heißt, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel. Ja, also alles möglichst im Urzustand. Das heißt, keine Fertigpizza, keine Fertiggerichte, kein Käse, keine Milch. Ist ja sowieso, wenn du dich vegan ernährst, fällt das ja raus. Aber das sind alles industriell verarbeitete, veränderte Lebensmittel und die fallen da sozusagen alle weg. Und du versuchst so nah an der Natur oder einfach so, wie es aus der Natur kommt. Und eine Übergangsphase könnte dann zum Beispiel sein, dass du halt selbst kochst oder dir selbst was zubereitest und weißt und die Lebensmittel nicht veränderst. Also du nimmst einen Kohlrabi, schneidest den auf, du nimmst eine Möhre dazu, einen Salat dazu und machst dir dann halt einen gemischten Salat. Das ist zum Beispiel ein cleanes Gericht, wo du auch zum Beispiel versuchst, keine industriell verarbeiteten Fette, also nur hochwertige Fette, wie zum Beispiel aus einer Avocado, aus Oliven, ja sowas, oder aus Kernen, ja Mandeln, Cashewkerne, sowas zu nehmen, um das dann gehaltvoller zu machen und dass du, ja, auch Olivenöl oder Speiseöl allgemein sind verarbeitet, ja, also auch die fallen sozusagen weg und du versuchst, ja, auch hochwertige Kohlenhydrate, also da hast du keinen industriell verarbeiteten Zucker oder keinen industriell verarbeiteten irgendwas, ja, auch Agavendicksaft oder sogar der tolle Kokosblütenzucker ist, ja, verarbeitet. Und beim Clean Eating, wie gesagt, du versuchst so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel zu dir zu nehmen. Und hier laufen manchmal Männchen vorbei. Und ja, und das, warum man das macht, ist so diese Natur wieder zu spüren. Und ich habe das Gefühl, das macht was ganz anderes in meinem Körper. Ja, dass ich das viel einfacher aufnehmen kann. Und es ist auch so, dass es darum geht, die Zutatenliste möglichst klein zu halten. Ja, also das Ende der Kette ist dann halt Monomeals, rohe Monomeals, dass du zum Beispiel ein Gericht, also mein Frühstück mit einer, momentan, ja, was ich so gegen 12 Uhr zu mir nehme, das ist dann halt Wassermelone, reine Wassermelone. Das ist dann zum Beispiel sehr, sehr clean. Aber wie gesagt, also ich habe immer noch Ausnahmen und das ist ein Weg dahin. Und es geht darum, dieses gesunde Körpergefühl zu haben, seiner Seele und seinem Körper Gutes zu tun, weil diese hochverarbeiteten Lebensmittel, also ich habe das Gefühl, die machen auch was mit dem Geist. Ja? Wenn du so komplexe Sachen isst, dann wird auch dein Geist total komplex. Und je einfacher du dich ernährst, back to the basics, back to the roots, back to nature, also zurück zur Natur, je natürlicher und einfacher ist es für deinen Körper zu verdauen. Ja, also dass du dich nach einem Essen schwer fühlst und dich erstmal ausruhen musst, das hat was damit zu tun, dass dein Körper ganz schön viel ackern muss, um das zu verdauen, was da so komplex in deinem Magen vielleicht rumliegt. Ja? Und vielleicht reizt sich das. Es gibt auch so Berichte, so dass du eine reinere Haut kriegst, dass du fitter dich fühlst, dass dein Geist wacher ist. Also sind schon so ein paar gute Punkte, das mal auszuprobieren. Und ja, wenn du das mal ausprobiert hast oder dich schon so ernährst, dann schreib doch gerne in die Kommentare mal deine Erfahrungsberichte. Und ja, wenn du noch Fragen hast, kannst du die auch gerne schreiben. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe, hoffentlich bis zum nächsten Video. Hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos, vielleicht gefällt dir eins davon und schaust noch weiter. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!